So, auf dieses Video habe ich mich sehr gefreut, dass ihr meine Abo-Box gesehen habt. Die Zerstörung Teil 1 Inkompetenz. Also es wird wieder um die CDU gehen. Und was wollte ich sagen? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Als ich das erste Video vorgesehen habe, die Zerstörung der CDU, war ich politisch schon gar nicht drin. Ich wusste ja, Merkel ist und wer Scholz ist. Das waren so meine Dinger. Ich freue mich jetzt auf ein Vielfaches drauf, weil ich jetzt im politischen Game viel mehr drin bin. Zeit für so ein Video. In diesem Video geht es um Politiker, die sich Fehlverhalten geleistet haben. Nicht irgendein random Jeder! Sprecher, nicht irgendein peinlicher Satz oder so, sondern es geht vor allen Dingen um das Scheitern und Verkacken in essentiellen Skills, die man als Politiker in einem hohen Amt haben sollte. Es geht um Respektlosigkeiten und Unwahrheiten der Bevölkerung gegenüber. Es geht um illegale Aktivitäten und wie diese von Politikerinnen nicht bekämpft, sondern geschützt werden. Es geht um die offensichtliche Verschwendung von hunderten Millionen Euro Steuergeldern und es geht um eine Menge mehr. In diesem Video kommen nicht alle Parteien gleichmäßig vor, weil eben... Warte mal ganz kurz, ich muss kurz überlegen, wie heißt nochmal der Verkehrsminister? Wegen, Steuerverschwendungen. Danke, Pull-up. Wie heißt der nochmal? Ich habe seinen Namen, ich hab noch ein Gesicht vor Augen. Andi Scheuer, die dumme Sau. Danke. Die SPD, oh Gott. Die SPD liegt wirklich von Grün. Also Scholz, ja, Scholz verliegt vor allem gerade, aber Prognose 22. Ich will ganz kurz gucken, ob ich hier irgendwas. Scheiß drauf, gucken wir später. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Egal, wir gehen weiter rein. Diese krassen Fälle nicht bei allen Parteien gleichmäßig auftreten. Ob das mit politischer Macht zu tun hat oder damit, dass in manchen Parteien halt mehr loste Leute unterwegs sind als in anderen, mag ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, wer verkackt hat. Ich werde auch in diesem Video die bayerische CDU einfach wieder CDU nennen und wie immer sind alle Quellen transparent in der Videobeschreibung verlinkt. Ihr wisst, ich mache sowas nicht oft, aber wenn, dann ordentlich. Yeah! Los geht's. Armin Laschet sich schlapp! Starten wir mit einem Thema, das ihr alle mit Sicherheit mitbekommen habt. Vor einigen Wochen gab es eine Hochwasserkatastrophe, wo viele Menschen ihr Hab und Gut, ihr Zuhause oder sogar ihr Leben verloren. Ganz kurz, Jungs, Gronkh hat bei Ray, also ich weiß nicht, ob man das mitbekommen hat, also für mich war das immer so, ich habe es gesehen, aber ich habe keinen, der da, den ich wirklich kenne, der da was hatte. Wisst ihr, ich meine, der da irgendwie von Schar genommen hat, bis ich rausgefunden habe, Gronkhs Zeug ist auch alles abgesoffen, das ist... Weiß nicht, warum ich das erzählt habe. Egal. Da ist einiges schiefgegangen. Nicht nur, dass Wetterdienste starke Warnungen hatten, die irgendwie teilweise nicht richtig an die Bevölkerung rankamen. Ich meine, Tage vorher wurde die Regierung schon vor Hochwasser gewarnt und 24 Stunden vorher wurden... Der Boss der Kommunal, also der Bürgermeister, glaube ich, oder der Landrat wurde jetzt auch wegen fahrlässiger Körperverletzung verklagt, ne? Aus der betroffenen Umgebung nahezu, weil er halt nichts gemacht hat. Vorausgesagt. Gegen einen CDU-Politiker wird sogar staatsanwaltschaftlich ermittelt, wegen des Verdachts auf... Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Aktuell war alles, mache ich nicht. Ich nehme einfach die, keine Ahnung, weil die werden das erste, das wird einen Grund haben. Also, 27% zu viel, aber schön, dass du wen... Ah, das ist traurig. Das ist wirklich traurig, wenn ihr euch überlegt. Anfangs hat fast jeder gedacht, die werden gewinnen. Die wurden sogar als stärkste Kraft gehandelt. Die SPD ist vor den... Die SPD. Da weine ich fast. Achso, falls das Mikrofon knackt, müsst ihr kurz Bescheid geben. Neues Kabel bestellt. Wird besser. Danke. Fahrlässige Tötung. Auch scheint die Vorbereitung der Warnsysteme nicht so dufte gewesen zu sein. Wir haben in Deutschland für solche Fälle eigentlich Warnsysteme. Die funktionieren gar nicht! Genen oder Apps. Und die wurden auch letztes Jahr an einem Tag deutschlandweit getestet. Und dabei hat man festgestellt, dass da sehr vieles nicht so funktioniert. Die Regierung selbst sprach von einem Fehlschlag. Und dann wollte man es eben fixen und dieses Jahr nochmal testen, aber der Test wurde dann abgesagt. Man dachte sich, lass das lieber 2022 nochmal testen. Und ein paar Wochen, nachdem man das abgesagt hat, war dann halt die Hochwasserkatastrophe. Dafür verantwortlich ist ein Bundesamt, was der CDU unterstellt ist, und letztlich halt auch noch das Innenministerium, was da drüber steht, auch CDU. Es scheinen also manche Leute ihren Aufgaben vielleicht nicht so ganz gewachsen zu sein, und ich könnte jetzt noch einige Sachen aufzählen, aber eine Person ist beim Hochwasser ganz besonders negativ aufgefallen. Und zwar Laschet. Dieser Kollege hier. Das hier ist Armin Laschet. Würfel Armin! Digga, ganz kurz. Armin Laschet, Real Talk. Wer?
wenn man Olaf Scholz für eine vernünftige Alternative für, gegen Laschet hält. Du kennst die Geschichte mit Würfelarmee nicht. Oh mein Gott. Kennst du die Geschichte mit Würfelarmee nicht? Gefühlt habe ich das schon ganz oft erzählt. Es begab sich des Jahres, ich weiß nicht, wie weit es war. Aber Laschet war, bevor er CDU Parteivorsitzender war, war ja an der Universität und hat da Universitätsshit gemacht, hat da Leute unterrichtet. Und er hatte bei einer sehr wichtigen Prüfung, hat er einfach mal vergessen, hat er die Unterlagen verloren. Also die Prüfungszettel hat er verloren. Es wurde Test geschrieben und er hat die Tests verloren. Aber anstatt zu sagen, ey Jungs, es ist extrem scheiße gelaufen, ich habe die Tests verloren, wir schreiben nochmal oder, ist er auf die huge smart Idee gekommen. Er würfelt, was für Noten die Schüler haben. Also ergo, wenn ein Franz Wilhelm 8 Jahre seines Lebens diesen Test geübt hat und eigentlich 100 Punkte von 100 Punkten hätte, kann es auch sein, dass der einfach eine 6 hätte, theoretisch. Und eine Babelsberger Brück, der nichts geleistet hat, eine 1. Weil Würfel Armin hat einfach gewürfelt. Und Jungs, wisst ihr, wie es rausgekommen ist? Er hat mehr Noten verteilt, als Schüler überhaupt teilgenommen haben. Das wird unser Bundeskanzler. Scheiß drauf, Digga. Der ist nicht nur Kanzlerkandidat der CDU, sondern aktuell Chef von Nordrhein-Westfalen, wo die Situation mit dem Hochwasser ziemlich extrem war. Da konnte er also nochmal unter Beweis stellen, wie er denn so ein Land führen kann. Alter, Jungs, es ist super traurig. Merkel war Also Merkel macht das ja richtig gut. Merkel ist ja Krisenmanager, sein Urgroßvater. Merkel hat kaum PR-mäßig was gemacht, aber kam so viel positiver raus als Laschet. Ja, Scholz ist einfach gerade der ein wenigstens ein Fettnäpfchen tritt beim Wahlkampf, weil er einfach nichts macht. An sich ist das, was Scholz schon verkackt hat, bedeutend schlimmer als Baerbock. Ich meine, Cum-Ex-EDC, Baerbock hat jetzt nicht groß schlimme Dinge falsch gemacht. Hat einmal hier Spenden später nachgemeldet, das N-Wort gesagt, was scheiße und so ist, aber es war jetzt nichts Großes. Aber es ist ein Wahlkampf und es sind viele Dinge, weißt du, ich meine? Er wollte sich vor Ort in Hagen mit Leuten für eine Krisenbesprechung treffen. Da sagte er dann auch, dass er mit dieser Katastrophe keine Bilder erzeugen möchte für Wahlkampf oder so. Ironischerweise hatte sein Social Media Team zu dem Zeitpunkt literally schon Bilder auf Social Media gepostet, schön mit Gummistiefeln im Wasser. Die hat er nämlich vorher gemacht in einer anderen Stadt, während die bei der Krisenbesprechung 1,5 Stunden auf ihn gewartet haben. Da hat er vorher auch noch ein exklusives Video-Interview vor den Fluten gemacht mit der Bild-Zeitung, deren Ex-Chefin seine PR macht. Ganz kurz, apropos Bild-Zeitung, also über Laschet muss man nicht wirklich was sagen, außer es ist Laschet, Jungs. Ich habe einen Bild-Artikel gesehen. Ich war bei einem Polizeipraktikum, da saß irgendjemand, die hat Bild gelesen. Wisst ihr, was die Headline der Bildausgabe von vorgestern so war? Taliban jagen deutsche Kinder durch Kabul! Das war nicht lustig, weil deutsche Kinder werden durch Kabul gejagt. Wir müssen Afghanistan nochmal marschieren. Da sagen jetzt viele Leute zu Recht, weiß ich nicht, Digga. Aber das war nicht das einzige Problem mit Armin Laschet beim Hochwasser. Nicht mal das einzige Problem am selben Tag. Denn er fiel damit auf, dass er völlig... Ja, er hat anfangs gesagt, wir müssen jetzt unbedingt was tun. Und dann hat er gesagt, nee, lass mal doch nichts tun. Widersprüchliche Aussagen gemacht hat. Am Vormittag kam eine Nachricht, dass Laschet bei bestimmten Klimamaßnahmen bremst und diese Maßnahmen nicht möchte. Mittags sagte er dann in einem Interview, wir werden immer wieder mit solchen Ereignissen... Ganz kurz dazu, wegen dieser Pressekonferenz konnten die Fahrzeuge und so ewig nicht ausfahren. In der Zeit der Pressekonferenz und der Vorbereitung konnten diese Feuerwehrfahrzeuge nicht genutzt werden. Stark. Hätte man vielleicht Leben retten können, aber Würfel Armin muss ein Interview geben, das ist viel wichtiger. Wir müssen konfrontiert werden und das bedeutet, dass wir bei den Maßnahmen zum Klimaschutz mehr Tempo brauchen. Und nachdem er dann diese politische Forderung zum Klima gestellt hat, sagte er dann ein paar Stunden später bezüglich Klima. Ich glaube, als erstes ist auch jetzt nicht die Zeit, politische Forderungen zu stellen, weil jetzt ein solcher Tag ist, ändert man nicht die Politik. Bro, was jetzt? Wie wäre es, wenn du einfach mal einen richtigen eigenen Standpunkt hast? Aber das war nicht mal sein größter Skandal beim Hochwasser. Denn einmal, als der Bundespräsident gerade eine Rede gehalten hat und literally gerade über das Leid der Menschen vor Ort sprach, da musste er lachen. Eine sichtlich gute Zeit. Also er hat da im Hintergrund nicht nur kurz über einen Joke geschmunzelt, sondern wirklich in einem Ausmaß und Dauer gelacht, wofür du in einem Schulunterricht rausgeschmissen werden würdest. Zwei Sachen fucken mich dabei besonders ab. Erstens, in einem Krisengebiet, wo echt viele Menschen gestorben sind, wo Hunderte verletzt sind und vermisst, wo unzählige Menschen ihr Hab und Gut und ihre Existenz verloren haben, vor Ort
öffentlich so zu sein, ist inakzeptabel auf einem anderen Level. Zweitens, unabhängig davon, klammern wir das mal aus, wenn man sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellt und dann, wenn man denkt, dass man nicht gefilmt wird, ist man plötzlich ganz anders, dann wirkt das krass unauthentisch. Wird übrigens nicht dadurch besser, dass der Bundespräsident, der aus der SPD kommt, sich nicht ganz so krass, aber auch ähnlich verhalten hat, als Laschet dann am Reden war. Aber das ist viel weniger schlimm. Das war ein Höflichkeitslachen oder so ein kleiner Schmunzler. Digga, Laschet, tote Leute! Also er hat jetzt nicht über die toten Leute gelacht, das glaube ich nicht. Er hat irgendeinen Witz erzählt, aber was ich meine, also das von Baerbock war, von Steinmeier war viel respektvoller. Wir gerade über Inkompetenz bei PR sprechen, da gibt's noch mehr. PR auf Wish bestellt. PR ist nicht easy. Wenn alles, was man sagt, gefilmt wird, gibt es bei jedem mal kleinere FDP, Linke würde ich nicht wählen wollen. Fails und Versprecher. Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold verzichten können. Oder auch das hier. Wir haben jetzt jeden vierten Deutschen geimpft. Diese Woche wird es noch jeder fünfte werden. Klar könnte man jetzt unterstellen, Jens Spahn, der kann gar nicht Mathe rechnen. Ja, aber come on, das war einfach ein funny Versprecher, gutes. Aber es gibt halt einfach Sachen, die kannst du bei PR nicht so bringen. Wenn die Grünen zum Beispiel auf einem Foto ganz stolz zeigen wollen, dass sie ja, da haben sie die Männer rausritte, Schüler sind einfach rangecroppt. Ganz kurz, vielleicht wisst ihr es ja, bei den Grünen ist das so, es muss bei den Wahllisten als erst eine Frau sein und immer dann abwechselt. Frau, Mann, Frau, Mann, Frau, Mann. Das finde ich ganz, ganz sonderbar. Also die wollen so sehr machen, Jungs, wir haben total viele Frauen, was an sich gut ist. Achso, die Wahllist so ist irgendwie, finde ich nicht gut. Also Frauenpower-mäßig voll am Start sind, dann ist es ja cool und ist auch irgendwie basically was dran, weil zum Beispiel im Bundestag haben die mehr Frauen als Männer. Aber wenn man sich dann das Originalbild anguckt und einfach sieht, dass sie die Männer dabei rausgekroppt haben, dann ist das schon so, why? Halt einfach unnötig, wirkte halt so ein bisschen verkrampft einen auf Frauenpower machen. Peinlich war auch, als Laschet auf eine Frage zu Diversität und Gleichberechtigung gesagt hat, dass es ja vielleicht ein Mann besser kann als eine Frau. Mehr an diese Geschlechtergerechtigkeit gedacht wird. Und das können Sie als Bundeskanzler prägen. Vielleicht sogar noch als Mann eher als Frau. Junge, insbesondere wenn du und deine Crew nicht gerade dafür bekannt seid. Wieso wird garantiert die Grünen? Garantiert die Grünen und wenn nicht Klimaliste. Dass ihr das mit der Diversität so mega bildlich hinbekommt. Alte, privilegierte weiße Männer auf ein Bild. Also die CDU hat im Bundestag fast viermal so viel Männer wie Frauen. Nur die AfD hat noch weniger Frauen. Ach, und auch im NRW-Kabinett von Laschet TJ wird auch die Grünen sind wählen. Auch nur vier Frauen. Also insbesondere bei solchen Stats hinzukommen und zu sagen, ja, maybe kann das ein Mann besser als eine Frau, ist nicht so smart. Aber meine persönliche Königin der PR-Fails ist Julia Klöckner. Julia, auch aus der CDU, ist verantwortlich für Ernährung und Landwirtschaft. Und ihr habt vielleicht schon mal von ihr gehört, weil es da so einige Sachen gab, wo sie, ich sag mal, scheiße war. Amateurhaft rüberkam. Es gab zum Beispiel mal ein Video, in dem Julia neben dem Chef von Nestle, dachte der Jungs darüber, das ist ganz, 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 das sind alles real, real Dinger. Was ist das für ein Clip? Was denn mit Carsten? Das war ein Höflichkeitslachen oder so ein kleiner Schmunzler. Digga, Laschet, tote Leute! Das war ein Höflichkeitslachen. Ich glaube, ich schneide das einfach so raus, Jungs. Ich glaube, ich mache das einfach so. Ich lade einfach so einen Clip hoch, warte. Ab. So ein kleiner Schmunzler. Digga, Laschet, ja! Genau ab hier starte ich dann den Clip und dann lade ich das auf TikTok hoch. tote Leute! Finde ich entspannt. Ganz kurz, ich wollte mal gucken, was war das? Was war das? Dir wurde ein kriminelles TikTok-Video vorgeschlagen. Das möchte ich ja ungern mir angucken. Hallo Kamera, das heißt ja. Wenn ich groß bin, dann wäre ich ja mal die Grünen. Wie ist das denn mit dir jetzt? Was? Hä? Ja? Das ist Gewalt regelt. Ja, weiß ich nicht. Das ist einfach.
Irgendwas, irgend so ein Gag-Ding ist jetzt nicht wirklich lustig, ist jetzt einfach ein bisschen Weird-Champ. Aber ich bin generell dafür, ja, hab ich geguckt, das ist jetzt einfach nur Checks, ne, bin ich auch, hab ich auch dafür. Halt so irgendeine Bubble, die das nicht gut findet. Oder halt eine politische Richtung, die Grün nicht gut findet und da Memes drüber macht. Das ist jetzt nichts Schlimmes. Das sind halt keine falschen Informationen, das ist einfach ein Gag. Finde ich nicht schlimm. Von Nestlé stand und strahlend darüber gesprochen hat, wie schön das ist, dass die jetzt 10% Zucker reduziert haben. Weniger. Haben sie nicht. Zucker, weniger Salz, weniger Fett in den Produkten. Guck in sein Gesicht, Alter, er ist tot. Jetzt mal völlig unabhängig davon. Dass ja, aber das ist ja mit Absicht, das ist ja gestellt, das ist ja nichts Echtes. Weißt du, ich meine, also darüber, dass das brutal ist, das Kind aus dem Auto zu schmeißen. Bei voller Fahrt wäre es lustig, aber das ist nicht wirklich, das ist nichts Schlimmes. Dieser Konzern extrem in der Kritik steht für eine Menge. Ganz viel. Als Ministerin nicht so nice ist, solche werblichen Videos zu machen. Vor allen Dingen proaktiv, denn angeblich ging das Ganze von Julia und ihrem Team aus. Die oh. wollten das wohl machen. Das wusste ich sogar gar nicht. Dann muss man, glaube ich, ganz kurz, ich glaube, mein Mikro ist ein Ticken zu leise und ich möchte doch, dass ihr schön Ohren-Aids bekommt. Weil eine AIDS-Fahrt, die ist lustig. Eine AIDS-Fahrt, die ist schön. Ja, da mein Mikro ist nicht so laut. Ich bin einfach nur zu leise. AIDS ist cool. Denn das Krasseste ist, die haben nicht mal Zucker um 10% reduziert. Eine Verbraucherzentrale hat das gecheckt und kam zu ganz anderen Schlüssen. Unter anderem gab es sogar Produkte, bei denen der Zuckergehalt um 200% gesteigert wurde. Also, die Promo-Statements von irgendwelchen Konzernen nicht zu hinterfragen, sondern stattdessen, ohne sie zu überprüfen, einfach lächelnd auf staatlichen Kanälen zu verbreiten, ist natürlich unfassbar inkompetent und unprofessionell. By the way, Julia, einfach Werbung für einen Online-Alkoholshop auf den eigenen Kanälen zu verbreiten, ist als Ministerin auch unfassbar unprofessionell. Aber sowas ist bei ihr nicht mal ein Einzelfall. Bei einer werblichen Kooperation mit Kaufland hat sie vor einer Kamera gekocht. Das war offiziell ein Placement-Video für Kaufland. Dürfen Minister das überhaupt? Stimmt, aber nicht als, also nur als Privatperson, nicht als Regierungsdings, oder? So, noch den Rest ausbacken. Und ja, da hat sie halt da, ich weiß, soweit ich das weiß, hat sie doch irgendein Fleisch genommen, was ganz, ganz schlecht war. Für also welche Produkte Haltung, wurden ja. denn da so geworben? Für Fleisch der Güteklasse 1. Tolle Lebensmittel. Das ist das billigste Fleisch, das am meisten Tierleid mit sich bringt. Ich will, dass es allen Tieren gut geht, dass Tierwohl sich lohnt. Ja, Julia, dann mach maybe nicht bei Billigfleischwerbung mit. Es gibt noch... Ja, aber hier... Die Kastration, das wurde ja verboten. Es dauert noch ein bisschen, bis das umgesetzt wird. Aber das ist, soweit ich weiß, bei allen so, oder? Ich bin im Dings nicht drin. Viel Heftigeres zu Julia, aber das kommt am Ende von diesem Video in einem eigenen Part. Erstmal geht es weiter mit Fällen, wo man sich gar nicht so sicher sein kann, ob da jemand wirklich so inkompetent ist oder einfach gerade straight up die Bevölkerung verarscht. Es gibt Fälle, bei denen Politiker einfach nicht so die Skills haben und nicht so viel Plan von dem Thema haben und deswegen failen. Aber es gibt auch Fälle, bei denen man sich denkt, hä? So doof kann doch keiner sein. Und dann beschleicht einen natürlich so ein bisschen die Frage, ob die denn extra einen auf unwissend machen, um die Bevölkerung vielleicht anzuflunkern. Und um den Unterschied zwischen diesen beiden Fällen klarzumachen, kommt jetzt erstmal ein Beispiel für aufrichtige Inkompetenz. Dass man sagt, ich habe keinen Plan. Nämlich Internetausbau. Also wo es überall in Deutschland ordentliches Internet gibt. Gar nicht. Also in den letzten Jahren, wo die CDU dauerhaft stärkste Partei im Bundestag ist, ist das Internet zu einem sehr, sehr wichtigen Ding geworden. Trotzdem kackt Deutschland in diesem Zeitraum total ab. Erst recht bei Glasfaser, aber auch bei normalem Breitbandausbau geht es nicht wirklich voran. Aber das Wackste daran ist, dass die Regierungen, also immer die CDU mit entweder SPD oder mit der FDP, in diesem Zeitraum ständig ihre selbstgesetzten Ziele nicht schafft. Merkel meinte schon vor über 10 Jahren, dass sie bis Ende 2010 Breitband für alle schaffen wollen. Das haben sie nicht geschafft. Und dann so, ja, aber wir schaffen bis 2014 so 3/4 der Haushalte. Das haben sie auch nicht geschafft. Dann so, ja, aber wir schaffen bis 2018 für alle. Nee, haben sie auch nicht geschafft. Der CDU-Wirtschaftsminister meinte sogar vor wenigen Altmaier, die geile Sau, thick boy. Jahren, bis 2021, also jetzt, ist Deutschlands Verwaltung komplett digital. Ich glaube, ich überrasche jetzt niemanden, wenn ich sage, dass auch das nicht geschafft wurde. Also, die grundlegende... Apropos Verwaltung, ich war ja bei Polizeipraktikum.
Digga, haben die noch viel Papierzeug. Holy shit, das ist ganz, ganz schlimm. Die eigenen Ziele einzuhalten. Also digitalisiert ist da gar nichts. Einzuhalten, ist bei den Regierungen in dem Zeitraum hier nicht so derbe vorhanden. Umso lustiger ist übrigens, wenn die CDU sich so als digitalste Partei darstellt. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Digital, digital. Halt die Fresse am Tor. Aber Jungs, also wirklich, er macht ja wirklich so. War mal so hier auf der Tastatur. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Wirklich, so auf gar keine Motivation. Der hat gar keinen Bock zu machen. Der ist, macht das super scheiße. Man muss es machen. Es lädt nicht. Es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. So richtig ausrasten, aber Amtor. Ich will nicht, es lädt. Ich hasse Amtor. Nein, ich hasse ihn nicht. Er ist korruptes Schwein, aber... Ich schneide das raus. Macht der in Zukunft. Bitte schneid es raus. Hallo. Digitaler CSU-Partei. Ich bin stolz auf meine Partei. Wenn ich du wäre, wäre es nicht. Ja. Ost, die halt die Fresse! Ossi, hi. Ich hab vor zwei Wochen oder so in den Umfragen geguckt und da waren die Grünen noch gut dabei und die SPD noch. Wir gucken nochmal, wie es läuft. Ich will mich immer noch nicht festlegen. Ich glaube immer noch, dass die ich bin reich! Halt die Fresse. Was wollte ich sagen? Grüne, immer noch, glaube ich schon, dass sie noch zwei stärkste Partei sind. Das ist gerade ein bisschen. Zwei Wochen wegen Praktikum, Polizeipraktikum, war wirklich mies anstrengend. Kennen sich aus. Welcome to the Internet. This is your guide. Aber das sind alles Fälle, bei denen man... Welcome to the Internet, motherfucker! Nee, Reisfeld. Nur Scheiße. Unterstellen kann, dass sie halt ihren Job nicht können. Also ich glaube denen, dass sie diese Ziele erreichen wollen, aber halt scheitern. Das wirkt für mich also wie ehrliche Inkompetenz. So, und im Gegensatz dazu gucken wir uns jetzt drei Fälle an, bei denen die Inkompetenz so krass wäre, dass es halt teils wie Verarsche rüberkommt. Über Artikel 13 müssen wir wirklich gar nichts sagen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Urheberrechtsreform. Artikel 17 bzw. Artikel 13! Ihr erinnert euch... Gut. Da sind damit Artikel 13 beerdigt wird. Times. Damals hatten viele ExpertInnen, aber auch Kunstschaffende gesagt, ey Guys, wenn ihr diese Richtlinie in der EU so durchboxt, dann muss Deutschland nachher Uploadfilter einbauen. Das steht da nämlich drin. Daraufhin meinte die CDU dann halt so, nein, wir wollen ja gar keine Uploadfilter. Kein Mensch beabsichtigt irgendwelche Filter. Ey, es war gut, den Mann so lange nicht zu sehen. Also, die CDU hat nicht gesagt, wir wollen keine Uploadfilter. Mal gucken, ob wir das schaffen, wird schwierig. Nee. Ja, Polen hat es nicht geschafft. Das Einzige, was Polen jemals Gutes geleistet hat, also in der neueren Zeit, meine ich jetzt, die letzten paar Jahre. Die haben gesagt, das steht nicht in der Richtlinie. Oder versucht deswegen halt. Wird es keine Uploadfilter geben. Es wird keine Uploadfilter geben. Es gab Uploadfilter. Ja, und dann hat die CDU halt praktisch gegen alle anderen Parteien diese EU-Richtlinie durchgeboxt. Und danach haben sie dann gemeinsam mit... Das war super ein trauriger Tag. Ich weiß auch, ich bin von der Schule gekommen, habe ich ins Bett gelegt und habe, glaube ich, geweint. Als es durchkam. Weil man war, also damals war es noch schlimmer gesagt, als es jetzt tatsächlich ist. Ich war mir sicher, mein Kanal ist weg. Das war kein schöner Tag. Apropos kein schöner Tag, Rios Gesicht... RP, lass mal morgen wieder RP machen. Hab ich Bock. Aber so ein Hardcore-RP-Server, so krass RP. Der SPD, Überraschung, Uploadfilter beschlossen. Damit haben die beiden übrigens nicht nur ihren Koalitionsvertrag gebrochen, den sie verbindlich unterschrieben hatten, sondern die CDU hat damit auch ihre Versprechen gebrochen, die sie nochmal unmittelbar vor der Abstimmung an uns, an die Bevölkerung gegeben hatte. Jetzt gibt es für so ein Verhalten nur zwei mögliche Begründungen. Erstens, die CDU hatte damals wirklich gedacht, was sie gesagt haben. Also, dass durch die Richtlinie auf keinen Fall Uploadfilter kommen. Dann hätten viele von euch... Ich bin gespannt, ob was du Afghanistan machst. Das bedarf es, das bin ich sehr gespannt. ...die EU-Richtlinie in ihrer Freizeit besser verstanden als Abgeordnete, die dafür viel Geld bekommen und Berater haben. Und die CDU hätte über eine Richtlinie abgestimmt, die sie selbst nicht mal verstanden hat. Ey, Matti, bitte sag, dass nicht heißt, dass ihr Montag wieder zur Schule kommt. Och nee, das ist Fettsack. Oh, ich habe kurz überlegt, was es ist. Nein, alles gut, Schwabbel. Wir haben noch eine Woche. Wir haben noch eine Woche und dann müssen wir uns wieder mit dir beschäftigen. Ich hoffe, du bist krank. Cool. Oder Möglichkeit Nummer zwei. Die CDU ist gar nicht so skilllos. Die wussten, dass durch diese Richtlinie möglicherweise oder sicher diese Uploadfilter kommen werden. Nats, ich hatte drei Wochen Praktikum. Jetzt nur eine Woche Praktikum. Aber dann hätten sie halt die Bevölkerung und ihre Wählerinnen und Wähler extrem verarscht. Wer würde das denn machen?
Sag mal, also, so, das kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, die sind alle ehrlich und korrekt. Ich glaube, erstens ist und halt wesentlich wahrscheinlicher. Nur damit es völlig klar ist, es gibt für dieses Verhalten rein logisch keine andere Begründung als entweder krasse Inkompetenz oder bewusste Verarsche. Ihr könnt natürlich entscheiden, was für euch plausibler wirkt, aber letztlich macht es gar keinen großen... Willst du die Fresse aussehen? Du kriegst einen Permaban, real talk, man. Weil beide Cases sind extrem abgefuckt. So, ich glaube, ich bin überfallen. Auf zum nächsten Beispiel. Ein anderes Beispiel. Ganz kurz, Apro-Lasche, Jungs, wisst ihr, das klingt jetzt erstmal weird. Aber wisst ihr, was ich mir gewünscht hätte? Dass Friedrich Merz Parteivorsitzender wird. Fritze Merz, denkt erstmal, sag mal, warum Friedrich Merz, der ist so, wenn man ein Auge zudrückt, ist er Nazi. Dann hätte die AfD an die CDU Stimmen verloren und wirklich kein Mensch hätte die CDU gewählt, der nicht aggressiv Nazi ist, weißt du, man? Also der nicht konservativer ist. Also wenn dann viel mehr Leute zur grünen SPD gehen, weil einfach auf Laschet hat keiner Bock, aber auf Fritze Merz als Kanzler, da haben noch viel weniger Leute Bock. Wo man sich denkt, ey, so lost kann man gar nicht sein, ist als Armin Laschet einmal in einem Interview über das CDU-Wahlprogramm gesprochen hat. Da sagt er, dass... Warte mal, ey, ob er... Okay, warte mal. CDU-Wahlprogramm keine einzige Steuerentlastung drinsteht und falls es die geben würde... Okay, das mache ich aber ganz kurz, was mich daran erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt mit Lisa Naumauer, ach, keine Ahnung, auf jeden Fall. Deutsche Greta Thunberg, der war mit ihr in einem Interview und haben über die Pariser Klimaziele geredet. Der Laschet wusste nicht mal, was da drin steht. Die musste denen das erklären, was in den Klimazielen drin steht. Der wird unser Kanzler. Es wird scheiße! Würde dann nur für die kleinen und mittleren Einkommen. Bisher war der Vorwurf ans CDU-Programm, es ist nicht konkret genug. Und insofern steht keine einzige Steuerentlastung drin. Es ist nicht die Zeit für Steuerentlastung. Wenn entlastet wird, dann bei kleinen und mittleren Einkommen. Steht im Programm, aber auch nicht heute oder morgen, weil die Grundbotschaft ist, keine Steuererleichterung im Moment. Dazu haben wir nicht das Geld. Keine Entlastung oder nur für kleine und mittlere? Warum steht dann im CDU-Wahlprogramm auf Seite 34, dass für Unternehmen Steuern gesenkt werden sollen? Das Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung hat übrigens auch mal bei allen Parteien durchgerechnet, wie sich die jeweiligen Wahlprogramme so finanziell auswirken würden. Dabei kam raus, dass das, was Laschet über die CDU behauptet, also wenn, dann entlasten wir die kleinen und mittleren, eigentlich bei SPD, Grüne und Linke passiert. Und wer profitiert finanziell bei der CDU am meisten? Überraschung, die Reichen. Insofern sagte Laschet hier der Bevölkerung nachweislich die Unwahrheit über das, was die CDU vorhat, wenn sie gewählt werden würde. Und auch hier gibt es wieder... Ich finde das spannend, dass er Unwahrheit sagt, nicht Lüge. Weil wenn er Lüge sagt würde, würde er behaupten, dass Laschet das mit Absicht gemacht hat. Und Unwahrheit sagt er nur, dass er nicht die Wahrheit gesagt hat, aber keine auch aus Versehen gemacht hat. Das finde ich spannend. Nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder er kennt das eigene Wahlprogramm nicht, dann wäre er halt schon todeslost inkompetent. Oder, zweite Möglichkeit, er ist gar nicht inkompetent, er wusste, was drin steht, dann hat er halt gelogen. Und solche komischen Moves sind bei Laschet übrigens kein Einzelfall. In einem anderen Interview rechtfertigt er sich dafür, dass er erst so spät aus der Kohle aussteigen will, nämlich 2038. Er sagt... Ganz kurz, war das nicht so? Ich hab das nicht ganz mitbekommen, aber dass wir das 1,5 Grad schon 2030 erreichen? In 9 Jahren? In 9 Jahren wäre die Welt dann kaputt? Das ist nicht gut, Jungs. Und ganz kurz, ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Ich glaube nicht, dass die Menschheit fähig ist, in diesen 9 Jahren das noch hinzukriegen. Ich glaube, Klimakatastrophe wird scheiße. Sag dazu, dass es dafür ja eine Kommission gab mit Wissenschaftlern drin. Imagine, Jungs, stell ich vor, das ist ganz unwahrscheinlich, dass das der große Filter ist. Ich meine, kennt ihr das große Filters, warum es keine Aliens und so gibt, die irgendwie übermächtig sind? Weil es immer irgendetwas gibt, was die eine Zivilisation zerstört und das unser Klimawandel vermutlich ist und wir es nicht schaffen, macht ein bisschen traurig. Greenpeace und im Umweltverband und die wollten das so. Haben eine Kohlekommission. Also retten kann man's. Aber ich glaube nicht mehr, dass das passieren wird. Mit Wissenschaftlern, mit Greenpeace, mit dem BUND. Mit Professor Schellenhuber, einer der renommiertesten Klimaforscher. Und die haben das Datum 2038 vorgeschlagen. Nee. Ich wollte sagen, das halte ich für unwahrscheinlich. Haben die halt nicht. Er listet hier Leute auf, die gegen 2038 waren und viel früher gefordert haben. Deshalb wird ihm von Mitgliedern dieser Kommission auch vorgeworfen, dass er entweder falsch informiert ist
oder lügt. So, jetzt letztes Beispiel dazu. Das hier ist Andreas Scheuer, auch CDU, und das ist unser Verkehrsminister. Der ist bekannt dafür, dass er seinen Job maybe nicht so mega geil macht. Er wollte zum Beispiel mal eine PKW-Maut einführen, also dass naja, die lief nicht gut, wenn sie so über die Straße fahren. Und weil man für sowas natürlich riesige Systeme aufbauen muss, hat er Unternehmen dafür beauftragt, das zu tun. Das Problem war nur, es war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht klar, ob er das überhaupt durfte. Ich gehe jetzt nicht auf Details ein, aber es gab juristischen Streit darüber, ob seine konkreten Mautpläne, ob das mit EU-Recht kompatibel ist, überhaupt rechtlich okay sind. Am Ende guckte sich das der Europäische Gerichtshof an und meinte halt, nee, das dürft ihr nicht machen. Und Andi so, was? Und alle anderen so, ja Andi, das war vorher absolut klar, dass das passieren könnte. So, jetzt könnte man sagen, sagt der Europäische Gerichtshof. Wie mit Afghanistan, schon 2011 wurde gesagt, Jungs, die Mission ist verloren. Wir sind trotzdem drin geblieben. Wir blieben drin und jetzt ist kritische. Nicht so halt, nein. Dann lässt man das halt bleiben. Wo ist denn jetzt der große Schaden? Naja, der Andi hatte halt schon vor diesem Urteil riesige... Hallo? Du dumme Sau! Hör auf! Aua! Hör auf! Man sieht die Nerven nicht, man sieht nicht mal, dass du auf mich schießt! Du Dreckiger! Was war denn jetzt seine Mission? Hä? Der ist komplett random reingekommen und hat auf mich gesch... Digga. Hä? Mach mal ganz kurz, ich muss hier mal... Fall mal kurz. Erst räumt der da auf, der Drecksack. Sein Vater ist schon gestern despawned. Verträge mit den Unternehmen unterschrieben. Und da hatte er mit ja, denen verhandelt, du weißt, dass, falls das Ganze nicht klappt, riesige Schadensersatzsummen gezahlt werden müssen. Ja, und jetzt sollen halt irgendwas im Bereich von 500 bis knapp 800 Millionen Euro Steuergelder dafür bezahlt werden. Für nix. Also das mit der Maut findet nicht statt. Was ist das für eine Demonstration am 24. Wüsste ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf? Man hätte mit dieser Unterschrift ja auch einfach warten können, bis alles safe ist. Aber oh, mal, das ist jetzt peinlich, wenn eine Fridays for Future-Ding ist. Weil ich bin in der Orga-Gruppe und hab ich nicht gesehen, das wäre peinlich. Dass Andi ganz bewusst damit nicht warten wollte. Grundsätzlich. Ah, ja, das ist peinlich. Das war mal, Jungs, ich muss mal ganz kurz in die Gruppe gucken. Das ist. Ich, Jungs, ich bin guter Member. Scheiße, das ist wirklich. Das ist sehr peinlich. Das ist sehr, sehr peinlich. Jetzt lade WhatsApp! Fridays for Future Niederlausitz. Ja? Ja, da steht er. Mhm. So, ein Glück haben. Ein Glück schreibe ich nie was in der Gruppe und die sehen nicht, dass ich da bin. Das ist peinlich gewesen. Mehrerer Insider im Widerspruch zu denen von Andi. Also irgendwer muss hier lügen. Aber hey, wer die Wahrheit erzählt, kann man doch heute easy rausfinden, weil ja die ganze Kommunikation so digital geworden ist. Deswegen wollte sich ein Untersuchungsausschuss auch das Arbeitshandy von irgendwie kaputt gegangen, habe ich gehört, oder verloren. An die Scheuer angucken. Aber komischerweise waren da einfach die Daten drauf gelöscht. Mit der Begründung, dass das ja nicht so relevant wäre. Die Daten auf dem Handy von einem Minister sind nicht relevant. Weiß ich nicht, Digga. Übrigens ist sowas Ähnliches vor gar nicht so langer Zeit auch... Warte mal, ich habe den Namen vergessen. Scheiße. Warte mal. Europäische Präsidentin. Von einer anderen Ministerin passiert. Ja, also wie heißt sie? Von der Leyen. Auch ein Untersuchungsausschuss wegen so dodgy Sachen, wo auch hunderte Millionen Euro Steuergelder irgendwie so weird... Uschi von der Leyen, bitte lass es sein. ...weggegeben wurden. Und da waren komischerweise auch einfach die Daten auf dem Handy gelöscht. Diese Ministerin hatte drei Handys. Auf allen dreien war nichts zu finden. Und ratet, welche Partei das war? CDU. Aber das war nur ein kurzer Randfact. Bei der Maut-Andi-Scheuer-Geschichte gilt also wieder, entweder hardcore inkompetent und einfach fahrlässig Steuergelder gewastet, oder irgendwas lief hier nicht ganz ehrlich ab. Eine andere Möglichkeit gibt es rein logisch nicht. Das ist übrigens ja jetzt noch Dead Reacher, cool. Andi, nicht mal das erste Mal, dass was mit Verträgen nicht so ganz dufte läuft oder dass er auch offensichtlich Steuergelder gewastet hat. Aber ich lasse diesen Part einfach mal vom EU-Klimakommissar abschließen. Die Verkehrswende soll ja laut EU nachhaltig, krisenresistent und intelligent sein. Muss es wirklich auch intelligent sein? Darf auch blöd sein, wenn es nur klappt. Ja, das sind gute Nachrichten für Andi Scheuer.
Oh, das ist schön, wie er lacht. Okay. In diesem Part ging es um Fälle, in denen Politiker so wacke Sachen machen, dass es schwerfällt, sie als nur inkompetent zu bewerten und eine Interpretation von absichtlichem Fehlverhalten auch plausibel wäre. Bevor wir jetzt gleich zum letzten Part kommen, muss ich aber noch auf eine Sache eingehen. Eine kurze Anmerkung. In diesem Video hätte ich noch viele Themen ansprechen können. Zum einen kam die AfD gar nicht vor, obwohl die Boys und Girls von denen die Definition von Inkompetenz sind. Die sind halt... Schuhe, aber also ich glaube, das ist für Rezo unnötig. Jeder, der Rezo gucken würde, potenziell wählt nicht die AfD, würde ich mal vermuten. Nur dagegen. Immer. Gegen alles. Wenn kein Lockdown ist, heißt es, wir sind dagegen. Und wenn ein Lockdown ist, heißt es, wir sind dagegen. Okay. Ja, okay, cool. Danke für den... Ich muss sagen, das ist viel lustiger als das erste. Das erste war so sehr... Ich muss sagen, das erste fand ich sogar einen Tick besser, aber da einfach, weil es mehr zu mehr gab. Aber das finde ich lustiger. Beitrag. Das ist schön locker. Insofern, wenn du so dumm bist und AfD wählst, Todeslos sein Urgroßvater. Ich hätte aber durchaus auch bei den demokratischen Parteien noch mehr ansprechen können. Gibt ja genug, was kritisiert wird. Aber teilweise sind Vorwürfe... Ja, die AfD war erst für den Lockdown. Die AfD ist ja generell... Alles, was die Regierung macht, ist nicht okay. Hier nicht drin, weil sie einfach weaker sind als das Level in diesem Video. Und außerdem kommen manche Aspekte ja auch noch in Part 2. Weil das hier ist ja erst Part 1. Und wenn ihr im zweiten Part gerne irgendein Thema unbedingt drin haben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ganz kurz sage ich aber noch was zu zwei Themen, die im Verhältnis zum restlichen Video hier eigentlich viel irrelevanter sind. Aber es war halt Thema. Erstens, es gab Plagiatsvorwürfe gegen Baerbock und Laschet, also die Kanzlerkandidaten. Ja, das war auch einfach wirklich, das ist... Da kann man auch einfach drauf scheißen, Digga. Niemand, der nicht so und so schon die Grünen oder CDU wählen würde, liest so ein bekacktes Buch. Niemand liest Bücher, der nicht 100 Jahre alt ist. Ich überlege, was war das letzte Buch, was ich gelesen habe? Das glaube ich, war irgendeins über ein KZ. Ich erinnere mich Datin, nicht mehr. Bzw. Kandidat von Grüne und CDU. Aber es ist lange her, vor 3 oder 4 Jahren. In einem Buch, die copy-pasted wurden. Juristen sind sich da nicht so einig, ob das jetzt problematisch ist oder fein. Aber in beiden Fällen finden halt viele Leute, dass das schlechter Stil ist. Zweitens, alle drei Kandidaten, also von SPD, CDU und Grüne, hatten Fehler in ihrem Lebenslauf. In allen Fällen war da jetzt... Hä? Was war mit Scholz? Also den Rest weiß ich, aber Schuld. Nicht irgendwas aus dem Nichts komplett erfunden, aber halt trotzdem faktisch falsch. Teilweise wurden halt auch Tätigkeiten weggelassen, die man maybe... Scholz, ja, Jahreszahlenfehler statt 1985. Ja, komm. Komm. Okay, Zivildienst. Weiß nicht, aber das finde ich nicht schlimm. Die nicht weglassen sollte. Und es sah halt eher danach aus, als ob da einfach was ein bisschen beschönigt werden sollte. Was halt dumm ist, weil... Was ist denn an Zivildienst schlimm jetzt? Also... nicht auffällt. So, jetzt kommen wir besser als Militär. Da geht es auch wieder um Verkacker mit deutlich schlimmerer Auswirkung. Wir werden dann auch mal sehen, dass es bei diesen Inkompetenzen nicht um Unwahrheiten und kleinere Fails geht, sondern um echtes Leid und das Verbauen der Zukunft. Ich wollte noch mal an einem Beispiel klar machen, welche katastrophalen Folgen es haben kann, wenn PolitikerInnen keine Skills haben oder diese zumindest nicht im Sinne der Bevölkerung. Jungs, wisst ihr, was ich jetzt schon weiß oder was ich jetzt schon vermute? Dass super viele Leute, also ich habe so eine politische TikTok for You-Page, möchte ich eigentlich nicht, aber so viele Leute werden nicht auf das eingehen, was er gesagt hat, sondern sagen, der hat gegendert, der muss schlimm sein, schlimmer als Hitler, weil er gendert. Dazu gucken wir uns jetzt nochmal Julia Klöckner an. Weniger Zucker, weniger Salz. Wir gucken uns zuerst an, was sie denn in ihrer Amtszeit so geleistet hat. Schließlich ist sie ja schon ein paar Jahre Ministerin für Ernährung und Landwirtschaft. Sie meinte ja, dass sie so derbe tierlieb ist. Ich will, dass es allen Tieren gut geht, dass Tierwohl sich lohnt. Aber wir hatten ja eben schon gesehen, dass das so semi-glaubwürdig rüberkommt. Aber es gibt für ihre Tierliebe noch deutlich heftigere Beispiele. Illegales Leid, legales Leid. Ach so, ja, dass das eigentlich schon lange verfassungsmäßig verboten ist mit den Tieren, mit Schweinen und generell, wie halt, dass die so auf -3 Meter Platz haben. Für Schweine so enge Käfige, in denen sie sich nicht bewegen. Schon lange verboten. Nicht hinlegen, nicht drehen, gar nichts. Nachbarländer von uns haben das schon in den 90ern verboten und andere EU-Länder haben das schon in den 80ern verboten. Und so wurde auch bei uns in Deutschland 1992 beschlossen, dass das nicht mehr okay ist. Also das ist längst illegal und das wurde auch nochmal vom Bundesverwaltungsgericht so bestätigt. Das ist zwar illegal, aber viele Betriebe scheißen da drauf und der Staat guckt sich das an und denkt sich, meh.
Also, die Regierungen seit den 90er Jahren, also vor allen Dingen die CDU, aber auch SPD, sehen ständig systematischen Gesetzesbruch und finden das fein. Aber ja, die Julia ist ja erst seit wenigen Jahren im Amt. Also ich muss kurz, habt ihr die AfD-Wahlplakate gesehen? Ich war ja in Berlin und da sind überall welche, die sind super schlimm. Habt ihr es gesehen? Dürfen wir noch nach Greta? Dem auch erst dafür verantwortlich. Oder weniger abschleppen, mehr abschieben. Egal, die AfD ist super traurig, Alter. Super traurig. Und die guckte auf diese Situation und sie sagte dazu: Wir werden bei der Kastenhaltung einiges ändern. Die Gesellschaft möchte mehr Tierwohl. Die Tierhalter wollen mehr Tierwohl und mehr Tierwohl in Stall. Geil! Das heißt, die Regierung sorgt jetzt dafür, dass sich diese Unternehmen an Gesetze halten? Nee, natürlich nicht. Stattdessen hat sie dafür gesorgt. Gut so. Ganz kurz, apropos Wahlplakat, ich gucke jetzt mal deine Beine. Was 1992 als illegal beschlossen wurde, einfach nicht mehr illegal ist. Erst in Ich wollte sagen, das kann die doch eigentlich nicht, oder? Also, sie ist nur Ministerin und das andere ist so Justizzeug. Beziehungsweise 15 Jahren soll sich daran dann mal was ändern. Aber das Abgefuckteste dabei ist, dass Julia das als Erfolg darstellt. Sie meint, das setzt neue Maßstäbe. Ach, deine Fresse. Nee, tut das nicht. Der alte Maßstab aus den 90ern war der Maßstab. Deshalb treibe ich den Umbau der Tierhaltung in Deutschland voran. Einen Fortschritt, den wir im letzten Jahrhundert gemacht haben, einfach rückgängig zu machen, ist faktisch kein Vorantreiben, sondern ein Rückschritt in eine Zeit, in der es literally noch zwei Deutschlands gab. Aber okay, es gab auch einen Rückschritt in eine Zeit, in der es literally... Also ich... Rückschritt in die 80er, also chill... Ja, also ich wollte gerade sagen, also die DDR, die gab es da 92 nicht mehr. Noch zwei Deutschlands gab. Aber okay, es gab auch in den letzten Jahren Fortschritte. Beziehungsweise Fortschritte. Aber selbst die kamen nicht von Julia, sondern wurden vorher beschlossen, teilweise 8 Jahre früher. Also auch dafür kann man ihr nicht wirklich Credits geben. Aber warte mal, hat Julia jetzt wirklich nur PR-Fails abgezogen und längst verbotenes Leid wieder legal gemacht? Nee, sie hat den Nutri-Score eingeführt. Das da, kennt ihr vielleicht? Ganz kurz, also da bin ich jetzt gespannt, weil ich weiß nicht, was darin schlecht ist. Das ist so eine Kennzeichnung, ich eigentlich ganz wie cool. gesund aber ich weiß Lebensmittel nicht sind. Wir haben einen wichtigen Schritt. CDU oder Linke? Linke. Aber ungern in der Linke. Ernährungspolitik zur Orientierung der Verbraucherinnen und Verbraucher heute getan? Klar kann man da auch Dinge kritisieren, diese Musik. Da hat sie doch was geschafft, oder? Ja! Nee, leider auch nicht. Auch das kam nicht von ihr, sondern war schon vorher festgelegt und vielmehr noch, sie hat sich sogar dagegen gewehrt. Sie hat gesagt, nee, ich beauftrage jetzt erstmal eine Studie, ob das überhaupt was bringt. Ja, und bei der Studie kam dann halt raus, ja, das bringt was, das empfehlen wir. Aber dann hat sie den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern von dieser Studie geschrieben und gesagt, dass sie die Ergebnisse doch bitte erstmal für sich behalten sollen. Erst ein halbes Jahr später hat sie diese Studie dann doch der Bevölkerung gezeigt. Aber in der Zwischenzeit hatte sie die Studie stark umgeschrieben und solche positiven Empfehlungen einfach entfernt. So ein Verhalten ist nicht tragbar. Also, auch diese CDU-Politik. Das wohl nicht. Also, es ist wirklich. Da werden vor ein paar Jahren, die werden zurückgetreten. Und fällt darin auf, dass sie ihrem Job überhaupt nicht gewachsen ist. Aber ich möchte hier nochmal darauf aufmerksam machen, dass es hier nicht um einfach ein paar lustige Fails geht. Denn die wirklichen Herausforderungen von Politik sind viel größer. Gerade der Ernährungs- und Landwirtschaftsbereich ist ein sehr gutes Beispiel, um nochmal zu verdeutlichen, um welches Scale von Problemen es bei Politik geht. Von Landwirten bis zur Wissenschaft sind sich praktisch alle einig, dass wir die Landwirtschaft komplett umstrukturieren müssen. Das hat sehr viele Gründe, auf die ich jetzt hier nicht weiter eingehen kann, aber kurz gesagt sind vor allen Dingen die jungen Generationen hart gefickt, wenn wir nicht sehr schnell sehr viel verändern. Kommt euch bekannt vor, ne? Zum Beispiel werden durch die aktuelle Landwirtschaft weltweit jedes Jahr Millionen Menschen vergiftet, es gehen jedes Jahr 10 Millionen Hektar an Land verloren und die langfristigen Schäden sind unfassbar groß. Die Leopoldina bzw. diese Boys and Girls kommen in einer langen Auswertung zu dem Schluss, dass es jetzt hier einen großen Wandel braucht. Jamaika eher nicht. Ich meine, es würde auch der CDU gut tun, mal nicht in der Regierung zu sitzen. 1600 WissenschaftlerInnen unterschreiben. Aber halte ich eigentlich mit für wahrscheinlich, also Ampelkoalition und also Ampelkoalition finde ich am besten, denke ich. Aber ich glaube schon, dass es auf Jamaika
oder Ampel hinauslaufen wird. Die aktuelle Agrarpolitik versagt in maßgeblichen Themen. Ein großer wissenschaftlicher Beirat der Bundesregierung sagt auch, dass wir jetzt unser Ernährungssystem transformieren. Deren Vorsitzender macht sogar deutlich, dass jetzt die letzte Chance für den Umbau der Landwirtschaft ist. Und die Bauern sehen das ganz ähnlich. Viele von denen sind absolut am Ende. Jedes Jahr geben tausende Bauern ihren Betrieb auf. Die Suizidrate ist bei Bauern nicht nur überdurchschnittlich hoch, sondern sie nimmt die letzten Jahrzehnte sogar noch zu. Oh, ich muss ganz kurz, was ich mitbekommen habe. Suizid ist gar nicht so, das ist jetzt vermutlich für uns alle weit entfernt ist. Ich kenne jetzt keinen, der Selbstmord begangen hat. Oder Samurai sind Cookie, ach keine Ahnung. Aber ich war ja beim Polizeipraktikum, das ist da irgendwas so relativ normal. Ich weiß nicht, ob das an Berlin liegt, also wenn ich Berlin sehe, ich kann es nachvollziehen. Aber es gibt viel mehr, ich will mal googeln, wie viele Leute bringen sich jährlich in Deutschland um. Wie viele Selbstmorde gibt es jährlich in Deutschland? 9.000 bis 11.000, Alter. Das ist super viel. Das wusste ich nicht. Ich dachte, das wären so kleine 300 oder so, Alter. Hab gedacht, du findest RRG am besten. Was ist RRG? Abkürzung Grafik gar nicht. Psychische Krankheiten nehmen auch zu. Jeder sechste Landwirt leidet unter Burnout. Die Landwirtschaftsministerin von Niedersachsen erzählt das hier. Mich erreichen Telefonate von weinenden Frauen und Männern von den Höfen, die nicht mehr ein- und auswissen. Die sagen, ich töte meine Schweine und ich werde mich umbringen. Das ist die Situation. Wir müssen jetzt hier auch gar nicht länger auf Landwirtschaft eingehen. Das ist... Für neues Leben so... Besser als bei denen! Entschuldigung, dass ich jetzt lache, aber... Ich kann sehr gut nachvollziehen, dass das nahe geht. Ich glaube, aber ich... Nicht die Linke. Ich meine, Jungs, die Linke will aus der NATO austreten. Das ist super dumm. Die Linke fahren bloß linksextremismus an sich. Die Linke ist nur so, okay, ich würde die Linke eher ungern in die Regierung kommen, muss ich sagen. Beispiel soll verdeutlichen, es geht bei Politik um was. Die Inkompetenzen in diesem Video... Ja, ich glaube, Ampel fände ich wirklich besser. ...video sind nicht irgendwelche Pannen, über die man sich mal ganz kurz aufregen kann oder irgendwelche Fails, über die man lachen kann. Es geht bei hohen politischen Ämtern um krasse Entscheidungen, die das Leben von dir und mir stark beeinflussen. Es geht um Entscheidungen, die darüber bestimmen, ob wir in Zukunft noch sinnvolle Lebensgrundlagen haben. Es geht um sau viel Verantwortung. Und zum Glück gibt es viele Menschen, die krasse Skills haben und in ihren Jobs total abliefern können. Auch in der Politik sind nicht alle doof, sondern es gibt eine Menge Leute, die sich jeden Tag den Arsch aufreißen und damn viel auf dem Kasten haben, um so große Verantwortung zu übernehmen. Aber wenn man für Leute, die man per Definition kritisch kontrollieren soll, einfach naiv Werbung macht und wenn man illegale Aktivitäten von Unternehmen nicht bekämpft, sondern schützt, dann ist man maybe für diesen Job einfach nicht gemacht. Wenn man ständig die eigenen Ziele nicht packt, Verträge bricht, Studienergebnisse verfälscht und das Gegenteil von dem tut, was man der eigenen Bevölkerung, den Wählerinnen und Wählern explizit versprochen hat, dann ist man vielleicht einfach nicht in der Lage, solche Aufgaben zu übernehmen. Wenn man offensichtlich Steuergelder leichtfertig wegwirft, wenn man entweder das eigene Wahlprogramm nicht mal selbst kennt oder bewusst der Bevölkerung die Unwahrheit darüber erzählt. Und wenn man in Krisenzeiten nicht im Ansatz in der Lage zu sein scheint, die eigene Rolle angemessen auszuüben, dann ist man dieser Verantwortung vielleicht einfach nicht gewachsen. Dieses Video war erst Part 1. Bald kommt Part 2. Peace. Ich bin raus. Yeah, er ist raus! Extrem starkes Video. Ich muss sagen, ich fand sein erstes Mal sehr besser. Einfach weil es mehr Informationen waren, aber ich finde, das war wirklich ein sehr, 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 sehr starkes Video und ich freue mich extrem auf den zweiten Teil.